Guten Morgen. Wir wurden gerade vom nervigen Wecker geweckt. Und wir haben keine 4 Stunden Schlaf gehabt. Wir sind voll müde. Aber die Bahn, die kommt bald. Das heißt, wir müssen jetzt gleich, oder wir müssen das jetzt machen. Sachen zusammenpacken und dann dahin laufen. So, Sachen sind gepackt und wir haben noch etwas unter eine Stunde Zeit, um diese 3 Kilometer bis zum Bahnhof hinzulaufen, dann Fahrkarte zu kaufen und dann zum Bahnsteig raufzulaufen und pünktlich in diesen Zug da eindringen. Das wird gleich richtig nervig werden. Wir sind gestartet und hier liegt ein Roller im Weg. Genau, ich bin jetzt gerade um diesen im Weg liegenden Roller drumrum gelaufen. Und dieser Roller, der hat ein bisschen, weil ich hier ein paar Meter drumrum gelaufen bin von dem Roller, hat das eine Sekunde Zeit gekostet. Ja, ich glaube, die Hälfte des Weges haben wir schon gemacht. Das heißt, wenn wir die andere Hälfte des Weges machen, dann sind wir beim Hauptbahnhof angekommen. Wir sind jetzt gerade beim Bahnhof angekommen und wir haben schon bereits eine Fahrkarte gekauft. Und jetzt zu Gleis 4 hinlaufen oder auf den Zug warten. Es wird gleich wieder eine richtig nervige Bahnfahrt, die so richtig lange dauert und sowas. Wir sind auf dem Bahnsteig drauf und guck mal, der Zug ist gerade angekommen. Der wartet auf uns, bis wir hier einsteigen. Wir sind im Zug drin und es ist abgefahren. Und Ulm ist. Hier in Ulm, da ist nächste Umsteighaltestelle. Warte, ich bin voll müde. Wir sind in Ulm angekommen. Jetzt umsteigen. Und wir haben ein bisschen länger als eine halbe Stunde Umsteigzeit. Also nicht so knapp wie beim letzten Mal, wo wir rennen mussten und in der letzten Minute das bekommen hatten. Wir sind hier jetzt im Bahnhof und hier im Bäcker. Und ich werde jetzt einen Kaffee kaufen gehen. Weil ich bin müde. Auf das Gelaber, Christian. Ja, wie? Man wird ausgeschlossen, wenn man schon nicht denkt. Wenn ich das so hart sagen darf, Leute, im letzten Umsteigbahnhof, da haben wir jemanden kennengelernt und weil der Epileptiker ist, hat er uns gebeten, dass wir bei der Fahrt bei ihm sind. Und naja, der ist eben gerade ausgestiegen, letzten Haltestelle. Und der hatte zwischenzeitlich, währenddessen wir viel gesprochen hatten und so weiter, einen epileptischen Anfall gehabt. Mussten wir ihn auf jeden Fall festhalten und wieder gerade richten. Nicht schön sowas. Aber wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Wir sind gleich hier in diese Umsteighaltestelle, in die nächste Umsteighaltestelle. Donauwörth, wie das heißt. Da war 47 Minuten Umsteigzeit. Es wird wieder richtig nervig sein. Wir sind hier in Donauwörth angekommen. Und jetzt noch ungefähr 47 Minuten Umsteigzeit. Das nervt uns die ganze Zeit, so lange zu warten. Und darauf, dass wir jetzt diese nervigen Treppen hochgelaufen sind und runter und nochmal hoch, und wir so lange Wartezeit haben,
werde ich erstmal ein Guten Morgen Wartebier genießen. Geprost. Ja. Geprost. Ich habe noch, naja, wenn das hier ausgetrunken ist, dann haue ich noch 2 Stück. Und dann ist Ende mit Bier trinken. Kurze Videounterbrechung, weil ich habe einen Bierpower machen zu gehen. Ich habe gerade entspannt mein Bier ausgetrunken und jetzt werde ich das Bierpower machen gehen. Ich habe hier einen Bierpower Metallgenubel gefunden. Ich grüße dich, Leberwursttier. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Ja, guck mal. Unser Zug, der kommt hier an. Der kommt hier vorbeigeschoben. Wir werden da jetzt einsteigen, wenn er stehen bleibt. Aber dann müssen wir bis nach Trochtlingen fahren. Oh Scheiße, gleich wenn wir hier in Trochtlingen angekommen sind, dann haben wir nur 5 Minuten Umsteigzeit. Von Gleis 4 auf 7, wahrscheinlich muss man schon wieder ja, ins nächste Gleis hinlaufen. Aber ich glaube, da war ein Fahrstuhl vorhanden gewesen. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Wir sind in Trochtlingen angekommen. Und jetzt müssen wir hier umsteigen. Zum Bahnsteig 7. Steht der Zug? Ich glaube, der rechts. Bahnsteig. Würzburg, ja. Guck mal, unser Würzburg-Zug, das steht hier schon. Das heißt, hier jetzt reinlaufen. Der Zug ist gerade abgefahren, mit uns. Cool. Und jetzt ab nach Würzburg. Der ist da weg so. Wir sind gerade in Würzburg angekommen. Jetzt haben wir vielleicht eine Umsteigezeit von, habe ich vergessen, ich glaube 45 Minuten oder so. Genau, so lange Umsteigzeit haben wir hier in Würzburg. Wir sind vor dem Würzburg Hauptbahnhof. Und das hier, das ist mein allerletztes Bier, was ich noch in meinem Wagen drin hatte. Und weil wir so lange Umsteigzeit haben, wird das hier das Wartebier sein. Bis dann bald der nächste Umsteig zukommt, damit die Wartezeit kürzer vorkommt. Dieser Brunnen spritzt uns gerade voll. Die Bahn, die kommt gleich, so in 10 Minuten ungefähr. Und deswegen laufen wir jetzt schon zum Bahnsteig. Das machen wir. Wir sind jetzt am Bahnsteig und unser Zug erwartet schon auf uns. Voll geil, das heißt, wir können hier einsteigen. Nächste Umsteighaltestelle Neudiegendorf. Wir sind jetzt hier in Neudiegendorf angekommen. Und guck mal, da sind ganz viele Menschen, die warten alle auf Zug, wo wir auch gleich einsteigen.
Wir prüfen, wie viel voll das gleich wird. Der Zug, der kommt jeden Moment. Deswegen sitzen wir schon auf diesem Gleis. Ja. Hier vorne kommt dieser Zug hier angerollt, der in den gegenüberliegenden Gleis jetzt reinfährt, wo wir gleich einsteigen müssen. Und dann fahren wir nach Göttingen. Wir sind im Zug drin, aber dieser Zug ist total voll. Wir haben keinen Platz und so. Wir müssen die ganze Zeit rumstehen. Und vielleicht eineinhalb Stunden bis nach Göttingen, falls es Zug nicht schwerer wird. Ich habe einen Sitzplatz gefunden. Es wurde mal Zeit, Zähne zu waschen. Wir sind in Göttingen angekommen. Das hier ist eine Umsteighaltestelle. Und jetzt fahren wir hier Lift. Wir sind gerade Lift gefahren und im anderen Bahnsteig. Und hier, und der Zug, der steht hier schon. Jetzt hier reingehen. Wir sind gerade im Zug eingestiegen und der ist losgefahren. Und jetzt noch eineinhalb Stunden ungefähr, bis wir dann in Hannover angekommen sind. Das ist unsere nächste Umsteighaltestelle. Und langsam kommt Hungergefühl. Ich bekomme Appetit, hier irgendwas zu essen zu machen. Guck mal, da hinten ist Harzberglandschaft. Da hinten, da ist auch Harzberglandschaft. Da drüben, da ist auch Harzberglandschaft. Wir sind gerade in Hannover angekommen. Und wir haben jetzt ungefähr fast eine ganze Stunde Umsteigzeit. Wir sind draußen und wir haben endlich diese mit den ganzen vielen Virus und Bakterien und Würmer und Milben und so weiter befallene Bart. Der ist endlich befreit, also was die runtergefallen sind. Und wir sitzen jetzt draußen und guck mal, ich habe hier diese ganzen Sachen hier ausgepackt. Weil wir haben Hunger und ich habe hier schon mal genau das angemacht, damit gleich Wasser kocht, damit da gleich Blasen da sind. Und ich wollte unbedingt Miraculi mit Bolognese-Soße machen, aber irgendwie habe ich die Miraculi-Packung verloren. Also entweder habe ich das verloren oder ich habe es irgendwie vorgestern irgendwie aufgegessen. Aber ich glaube eher, dass ich die verloren habe, weil ich meine, dass ich noch nicht alles aufgegessen hatte. Du hattest noch welche, ja. Ja, ich hatte auf jeden Fall noch was gehabt. Und ja, schade, aber hier, Nico hat zwei diese 5-Minuten-Terrinen. Naja, also die Miraculi, die hatte ich auf jeden Fall nicht aufgegessen gehabt. Die habe ich auf jeden Fall verloren, weil guck mal, hier sind so welche Risse und sowas, so ganz viele, diese Löcher und so, weil das ist ja die billigste Tracking-Rucksack von ganz Amazon in dieser Größe gewesen. Also die ist jetzt nicht mehr erhältlich, aber das war damals die billigste Tracking-Rucksack dieser Größe auf ganz Amazon gewesen. Und genau, und da ist das hier so rausgefallen. Bestimmt, weil da wahrscheinlich ein Loch reingefressen ist. Und das ist scheiße. Ich muss das wieder zusammennähen und reparieren und so weiter. Hier, da sind zwar noch keine Blasen vorhanden, aber langsam Dampf kommt. Und wir glauben, das kann man so bereits verspeisen. Deswegen machen wir das. Weil die Zeit knapp ist. Ja, die Zeit wird auch knapp. Ja, danke. Du
Ja, kann ich immer wieder sagen. Draußen zu essen ist geil. So, wir haben jetzt gerade diese 5-Minuten-Terrine aufgegessen und jetzt zum Gleis hinlaufen Start kommt. Wir sind jetzt im Zug drin und war ja klar, dass der Zug schon überfüllt ist. Das heißt, ich sitze auf Treppe. Und Nico sitzt da vorne auf Treppe. Ja. Das ist wieder so richtig nervig. Ich mag keine Vollzüge. Wir sind in Bremen angeschissen gekommen und wir gehen jetzt zum Umsteiggleis von Nico. Das machen wir. Mein Zug, also ich werde dieses Mal mit dem Zug bis nach Bremen Sebaldsbrück hinfahren. Ich muss woanders hin, also ein Gleis weiter umsteigen. Und meine Bahn, die kommt irgendwie 4 Minuten später oder so. Und deswegen gehen wir jetzt sozusagen in den Umsteiggleis. Machen wir. Wir sind jetzt auf dem Bahnsteig drauf, wo sein Zug gleich fährt. Mein Zug, der fährt auch gleich. Auch für den über den Bahnsteig. Ja. Und deswegen muss ich jetzt gleich rüber. Und von daher würde ich sagen, das ist voll cool Tour gewesen. Okay, richtig cool. Muss wiederholt werden. Müssen wir wiederholen. Okay. Schönen Abend noch oder schönen Tag an alle. Ja. So, ich gehe jetzt rüber zu meinem Gleis. Heute circa 10 Minuten. Mein Zug kommt dann hier nach Bremen-Sebaldsbrück, da steige ich jetzt ein. So, ich bin gerade in Bremen-Sebaldsbrück angekommen und ich bin schon bereits aus dem Bahnhof rausgelaufen, weil ich wollte so schnell wie möglich diese nervige Maske abziehen. Weil die hat mich den ganzen Tag so sehr gestört gehabt, dass ich keinen Bock hatte, irgendwie nochmal auf dem Bahnsteig zu filmen mit der Maske. Aber genau, ich werde jetzt mich auf Richtung nach Hause begehen. Das mache ich jetzt. Das sind ungefähr 20 Minuten Fußweg oder so von Bremen-Sebaldsbrück Bahnhof bis zu mir nach Hause. Und weil ich jetzt gleich zu Hause angekommen bin, würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Bis gleich. Züge. Hier vorne fahren irgendwelche wie heißt das doch mal? Radlader fahren hier lang. Und wisst ihr, was man mit diesem Wasser macht?